Hallo und herzlich willkommen in einer meiner letzten, meiner letzten Folge. Hat der liebe Turbo Tobi aka Sigi unter mein Video geschrieben: Bau mal einen W-Nut. Da habe ich mir gesagt, jo, mach ich mal. Und da oben ist er auch schon. Ich werde jetzt kurz mal da hinbringen mit euch. Zack. Wenn ihr kurz mal gucken könnt. Ja, hier sieht schon ein bisschen lustig aus. Da ist jetzt der W-Nut, den ich jetzt gebaut habe. Sag ich euch, wow. So sieht W-Nut aus, ja. So sieht W-Nut aus. Also erstmal hat er orangene Haare. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Dann hat er hier noch Ohren. Die Nase ist auch sehr breit. Der Mund, na gut, ich hätte ihn vielleicht noch grinsen. Könnte man ja vielleicht nochmal machen. Und dann war ich rot. Hier zum Beispiel. In einem Moment. Rot, rot. Oh, mein Handy hat. Oh Gott. Oh. Wenn ich hier jetzt noch rot reinbaue, dann lächelt er. Aber okay, dann muss ich auf der anderen Seite das auch nochmal machen. Sonst guckt er halt, oh gut, dann wäre eine Seite böse und auf der anderen Seite. So. Würde natürlich auch noch gehen. Okay, mit den Händen, ja. Probiert er gerade irgendwas zu machen. Und gut, hier habe ich Füße, also im Endeffekt auf der anderen Seite auch einfach nur Kopf machen können. Ein bisschen mehr dreidimensional. Dann habe ich ihm hier ein paar Leitern gemacht. Das sieht halt cool aus, weil cooles Shirt auf jeden Fall. Oder probiert ein cooles Shirt anzuziehen, was halt vielleicht ein bisschen komisch aussieht. Aber das ist auf jeden Fall der W-Nut, den ich gebaut habe jetzt hier in Minecraft. Was ich mir gerade eben noch mal überlegt habe, damit die Folge jetzt auch mal wieder ein bisschen lustiger wird, also so rundherum, wäre, ich könnte ja daneben so jetzt gucken, was ich dafür brauche. Auch einen Braunstein auf jeden Fall. Braun brauche ich, die brauche ich. Und weiß, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Mal gucken. Von dem man nämlich auch relativ häufig hier redet. Geh wieder hoch, geh wieder hoch, geh wieder hoch, geh wieder hoch, geh wieder hoch. Ist ja immer das, also in der letzten Zeit zumindest sagt immer, es geht von Hamstern. Mit einem kleinen Schwanz. Ich will jetzt keinen Hamster mit einem kleinen Schwanz malen. Ich werde einfach nur einen Hamster machen. Also Hamster machen. Brauche ich jetzt erstmal ein bisschen neben ihm. Ich glaube, man kann bestimmt irgendwie hoch. Oh, hier fängt es gerade erstmal richtig geil an zu regnen. Ups, scheiße. Habe ich sein Gold da kaputt gemacht. Naja. Wie kommt es halt schon mit klar? So, jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal einen Stein. Jetzt dachte ich mir, ich baue hier neben erstmal einen. Zack. Jetzt will ich wegmachen. Das ist jetzt erstmal die Lage vom Hamster werden. Ich dachte mir so, wenn ich stärker so baue. Und hier. Noch ein. Hoch und ich, ja. Problem ist einfach, dass ich nicht ganz wusste, wie ich jetzt den Kopf mache. Aber ich glaube, wenn ich den Kopf wie irgendwie so zu machen, ja, könnte es auch eine Schildkröte sein. Könnte aber auch liebevoll einfach ein Hamster sein. Wo muss ich noch irgendwie kopfmäßig irgendwas machen? Dann. Ja. Ja, Sigi, du hast eine Schildkröte neben dir. Ich weiß nicht, irgendwie kriege ich den Hamster nicht so ganz hin. Ah, kacke. So. Keine Ahnung, was es ist. Ist halt eine Schildkröte. Hallo Sigi, du hast eine Schildkröte. Ja. Vielleicht mehr drüber nachdenken sollen. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall, wollte ich noch die Füße hier noch anmalen. Bei den Füßen habe ich gedacht, dass ich. Ja. Ja. Ich wollte einen Hamster bauen und habe eine Schildkröte gebaut. Also Sigi, neben dir ist jetzt eine Schildkröte. Echt aus wie eine Schildkröte. Alter. Finde ich gut. Okay, jetzt muss ich noch seine Plateauschuhe hier noch so ein bisschen, weil es. So. So. Hier, ne? Wunderbar.
Wir gießen euer Plateau. So. Sigi hat jetzt auch Plateau übrigens. Der Schritt, ja, der ist hier ein bisschen größer. Das sieht ja gerade so aus, als wenn er kacken würde. Und da ich hätte ihn jetzt auch noch ein Klo hinbauen können, aber hatte ich jetzt gerade auch nicht so wirklich Lust zu. Weil, ja. Regnet auch gerade, also auf jeden Fall Sigis Haustier, eine Schildkröte ist jetzt auch gerade da. Hamster habe ich verkackt. Und das ist Sigi von weiter weg. Und hier sitzt, steht natürlich auch noch immer noch mein Einhorn. Ja. Wenn ihr vielleicht Vorschläge habt, was zum Beispiel beim Sigi noch hingehört, oder wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, bau mal was anderes oder probier mal ein Haus zu bauen, mal ein richtiges oder so, dann schreibt das mir gerne in die Kommentare und ich probiere es natürlich auch noch irgendwie dann noch umzusetzen. Mal gucken, wie es dann natürlich klappt. Mal klappt es besser, mal klappt es schlechter. Und mal klappt's. Mäh. Also ab zu den Schafen wieder. Schafe, ich komme. Jui. Hier auf kein Schaf gelandet. Positiv. So, hier. Könnte echt auch echt mal eine. Soll ich einfach mal ein kleines Haus für die Schafe bauen, oder? Und ein paar Leute verprügeln, weil die an den Schafen sind. So. Mann. Obwohl, die haben hier ja eine Höhle, aber hier geht ja auch keiner rein. Höhle, lalala. Auch eine Tür ist. Ui. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeguckt habt. Wie gesagt, wenn ihr auch noch Vorschläge habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich mal gucken, ob ich die umsetzen kann. Oder vielleicht habt ihr mal Lust, mit mir irgendwo auf dem Server in Minecraft zu spielen oder so. Dann wäre das natürlich auch fix gehen. Also, bis zum nächsten Mal. Sagt hier der Active Wallet. Tschüss.